Hallo, Guido hier von Blockbuilders und wir wollen uns heute anschauen, wie Bitfinex funktioniert. Bitfinex ist eine der fünf größten Kryptobörsen der Welt und wird hauptsächlich von professionellen Tradern und Institutionen genutzt. Der Grund dafür liegt einfach darin, dass es bei Bitfinex eigentlich die größte Liquidität gibt. Also ihr könnt problemlos auch große Positionen, Hunderttausende, Millionen Euro oder Bitcoins traden. Und es ist auch die performanteste Exchange. Das heißt, wer mit Bots arbeitet oder halt sicher gehen will, dass er immer schnell in eine Position reinkommt oder rauskommt, ist bei Bitfinex auf jeden Fall an der richtigen Adresse, weil das halt performant so gut ist, dass es eigentlich keine Aussetzer bei der Börse gibt. Und deswegen haben sich im Prinzip diese Institutionen und große Anleger darauf fixiert, dort zu traden. Wer noch keinen Bitfinex-Account hat, ich habe unten auch nochmal einen Link reingepackt. Mit dem Link kriegt ihr manchmal Spezialaktionen, wenn ihr euch damit anmeldet. Fangen wir an bei Bitfinex. Wenn ihr euch angemeldet habt, ihr müsst euch dafür auch verifizieren, um bei Bitfinex zu handeln, bekommt ihr auch schon Zugang. Also das Verifizieren geht innerhalb von teilweise ein paar Minuten. Das kann auch mal ein paar Stunden dauern und in Ausnahmefällen wohl auch einige Tage. Habe ich jetzt noch nicht erlebt. Alles, was ich jetzt bisher mitbekommen habe, war das eigentlich immer innerhalb von ein paar Stunden erledigt. Wenn ihr dann Zugang habt, seht ihr hier oben im Prinzip das Menü. Ihr seht hier oben das ganz normale Trading-Menü. Ihr habt hier Derivatives, also im Prinzip Futures-Trading. Da könnt ihr im Prinzip sogenannte Futures traden, also Bitcoin Perpetual Contracts, wie sie beispielsweise auch bei BitMEX oder bei Binance getradet werden. Dann gibt es hier Funding, da könnt ihr Guthaben verleihen und dafür Zinsen bekommen. Und dann habt ihr hier noch im Prinzip OTC, was für Over-the-Counter steht. Und das ist im Prinzip, wenn man größere Summen traden möchte, in der Regel ab einer halben Million oder ab einer Million geht man dahin und sagt dann, okay, ich möchte halt jetzt irgendwie Bitcoins im Wert von einer Million oder 2 Millionen verkaufen. Dass man nicht gleich den Preis jedes Mal so stark beeinflusst, wenn man die verkauft. Deswegen macht man größere Trades eigentlich OTC, over the counter. Was ihr bei BitMEX mittlerweile oder Bitfinex mittlerweile auch machen könnt, ist Euro-Einzahlungen und auch Auszahlungen. Dafür muss man aber wissen, dass ihr mindestens 10.000 Euro einzahlen müsst oder abheben müsst, um im Prinzip diese Auszahlungen zu machen. Da sieht man im Prinzip schon, an wen sich Bitfinex richtet. Wer halt nur ein paar Euro traden will, oder ein paar hundert Euro, der ist bei Bitfinex einfach nicht in der richtigen Adresse. Da empfehle ich eher Binance. Bitfinex ist wirklich nur für größere Summen und professionelle Trader. Man sieht halt auch schon, wie kompliziert eigentlich die Plattform aufgebaut ist. Wenn ihr dann einmal soweit seid, euch verifiziert habt, geht es im Prinzip auch schon los. Ihr könnt Guthaben einzahlen. Dazu geht ihr einfach auf Deposit und dann könnt ihr auswählen, ob ihr beispielsweise Euro einzahlen wollt, ob ihr Tether, also USDT einzahlen wollt oder eben jede beliebige Kryptowährung. Könnt ihr zum Beispiel bei Euro einfach hinklicken und das funktioniert halt immer über Banküberweisungen. Man sieht hier, das Minimum ist 10.000 Euro, die man einzahlen muss. Gibt mittlerweile auch noch die Möglichkeit, Payment Card zu nehmen, würde ich euch aber von abraten, da die Gebühren in der Regel relativ hoch sind. Also meist mal schnell bei 2 bis 4% Gebühren, die man dafür zahlt. Da würde ich lieber einen Umweg wählen und eine Euro-Einzahlung per Banküberweisung machen. Oder ansonsten, wenn ihr schon Kryptowährungen habt, könnt ihr auch woanders gekauft haben, zum Beispiel bei Binance oder Coinbase, könnt ihr hier auch die einfach auf euer Wallet deponieren. Dabei ist egal, bei Bitfinex, da schauen wir uns gleich noch an, gibt es im Prinzip drei unterschiedliche Wallets zu jeder Kryptowährung. Ein Exchange Wallet, ein Margin Wallet und ein Funding Wallet. Im Prinzip ist es fast egal, wo ihr das hinschickt, weil ihr die immer untereinander tauschen könnt. Das heißt, ihr könnt problemlos Guthaben von eurem Exchange zum Margin Wallet schicken und auch zum Funding Wallet, ohne dass dafür Gebühren fällig werden oder ohne dass ihr dafür was zahlt. Das heißt, in der Regel, wenn man Spot Trading machen möchte, ist das hier das Exchange Wallet. Spot Trading ist einfach nur Bitcoin kaufen, verkaufen oder eben jede andere Kryptowährung kaufen oder verkaufen. Margin Wallet wäre, wenn man mit Hebel handeln möchte.
Das heißt, ihr habt einen Bitcoin und wollt irgendwie im Wert von 3 Bitcoin handeln. Dann würdet ihr euch 2 weitere leihen. Dafür würde man das Margin Wallet nutzen. Und wenn man das Funding Wallet nutzt, dann verleiht man im Prinzip seine Guthaben. Die können da auch nicht verloren gehen. Dafür sorgt Bitfinex. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass ihr eben, oder was passiert, ist, dass ihr Zinsen bekommt für den Zeitraum, wo ihr das verleiht. Das sind in der Regel maximal 2 Tage, wo man das verleiht. Es gibt Ausnahmen, da kann man das auch länger verleihen, aber Regellaufzeit ist eigentlich 2 Tage. Die Zinsen variieren dabei sehr stark. Bei Bitcoin ist man in der Regel bei unter 1% oder 1%. Bei US-Dollar kann man schon mal problemlos bei 15% sein. In Ausnahmefällen auch mal über 20%. Wenn ihr dann Guthaben eingezahlt habt, könnt ihr im Prinzip auch schon anfangen zu handeln. Man sieht jetzt hier, ich habe mal auf Wallet geklickt, seht ihr im Prinzip auch schon das Wallet. Das heißt, ihr habt hier im Prinzip alle Kryptowährungen, die ihr habt, und seht hier, was ihr wo habt. Das heißt, hier im US-Dollar habe ich im Funding Wallet was, im BTC habe ich auch im Funding Wallet was. Ihr seht, ich habe hier relativ viel im Funding Wallet, was damit zusammenhängt, dass ich die Guthaben teilweise bei Bitfinex verleihe, um damit Zinsen zu bekommen. Um jetzt zu traden, müsstet ihr das eben ins Exchange Wallet schieben. Das heißt, könnt ihr zum Beispiel einfach hingehen und sagen, okay, ich möchte irgendwie 10.000, jetzt hier US-Dollar, von Funding zum Exchange schicken und dann auf Transfer klicken und dann wäre es im Prinzip in einer Sekunde oder so da. Und das würde sofort ankommen. Das geht relativ schnell. Und dann könnt ihr im Prinzip auch schon anfangen zu traden. Und dazu klickt ihr oben einfach auf Trading und dann seht ihr im Prinzip diesen Bildschirm. Ihr seht hier das Chart, also wie sich der Kurs entwickelt hat. Das ist jetzt Bitcoin gegen US-Dollar. Ihr könntet auch Bitcoin gegen USDT nehmen, also gegen Tether oder gegen Euro. Klickt ihr einfach hier jeweils auf das Paar und dann seht ihr hier oben, was es immer ist. Oder ihr könntet halt auch suchen und zum Beispiel sagen, okay, ich will Ethereum traden. Dann würdet ihr nach Ethereum suchen und könntet dann da problemlos Ethereum traden. Gegen alles Mögliche. Das machen wir jetzt mal weg. Was wir uns jetzt noch anschauen, ist, wie ihr im Prinzip eine Position tradet. Wir haben jetzt hier oben Bitcoin gegen Euro. Das machen wir mal weg. Bitcoin gegen Euro oder wir machen Bitcoin gegen USDT. Und da seht ihr im Prinzip, könnt hier eine Limit oder eine Market Order machen. Ihr habt noch ein paar andere Orders, aber dazu mache ich mal ein separates Video. Ich will euch nur mal die 2 gängigsten zeigen, die man eigentlich am Anfang immer nimmt. Das ist eine Limit oder eine Market Order. Market Order ist relativ klar. Ihr sagt einfach, wie viel BTC ihr kaufen wollt und gebt den Amount ein. Ihr seht das, was das in USDT wäre. Und klickt dann einfach auf Exchange Buy, die wird sofort ausgeführt und die Bitcoins werden euch gut geschrieben. Bei Limit Order ist es nochmal ein bisschen anders. Ihr sagt, wie viel ihr kaufen wollt und sagt dazu, zu welchem Preis. Bitcoin-Preis ist jetzt bei 45.600 USDT. Das heißt, wenn der Preis auf 35.000 fällt, möchte ich so viele Bitcoin kaufen. Und dann klickt ihr auf Exchange Buy und sobald der Preis dann dahin fällt, wird die Order ausgeführt. Wenn der Preis nicht dahin fällt, dann würde die Order auch nie ausgeführt werden. Das ist im Prinzip eine Limit Order. Und die würde dann hier unter Open Orders stehen, wenn ihr darauf klickt. Oder die im Prinzip hier auftauchen. Das sind so die 2 Orders, die man im Prinzip kennen sollte.
Wenn die Order dann ausgeführt wurde, findet ihr wieder unter Wallet alle eure Guthaben und könnt sie euch da dann wieder auszahlen oder zum Beispiel über Withdraw auch an eine andere Bitcoin-Adresse oder je nachdem, was ihr gekauft habt, wieder an eine andere Krypto-Adresse schicken lassen. Das ist im Prinzip so das Gängigste, was ihr zu Bitfinex wissen müsst. Ihr seht hier noch das Orderbuch. Hier seht ihr im Prinzip alle Kauforders, hier alle Verkauforders und hier im Prinzip noch die letzten Trades, die durchgeführt wurden. Wenn ihr ansonsten noch Fragen habt, nutzt gerne unten die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr noch keinen Bitfinex-Account habt, nutzt gern den Link unten. Manchmal gibt es da Specials. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und das Video liked. Vielen Dank.